Das ist hunderte von Jahren alt, eine antike DSL-Modem. Seht ihr? Mann, dann habe ich meinen ganz falsch verwendet. Wie viel? $5. Ich habe aber nur 7. In Ordnung. Herr Neumann. Du bist wirklich der absolute Schnäppchenkönig. Wir nehmen einfach 1 und 1. Und schieben es woanders hin. Einfacher geht's nicht. 7! Das Ding bietet dir doch überhaupt keinen Schutz. Glaub mir, das ist gut so. Siehst du, viel zu klein. Aber nicht, wenn ich mich klein mache. Ihr gebt mir ja gar nicht die Chance, mich klein zu machen. Seht ihr, da unten bin ich absolut... DSL-Modem. Könntet ihr jetzt bitte... aufhören... DSL-Modem. ...zu werfen? Ich hatte mal 4... Flatrate. ...hab einen gegessen. Da hatte ich bloß noch... 1. Warum? Nimm's nicht so schwer. Es könnte schlimmer sein. Stell dir vor, du hättest... meine Mailadresse. Hey, Langer, hör mal her. Mein Freund hat dir was zu sagen. Hä? Hat jemand was gesagt? Warst du das? Und jetzt sagst du ihm mal, was Sache ist. Los, sei energisch. Bei jenen läuft irgendetwas nicht richtig. Klasse. Und jetzt gib's ihm richtig. Wir bringen's zum Laufen. Hey, danke. Oh, das ist also der Dank dafür, dass ich mich fast tot arbeite. Seit 16 Jahren. Oh, Osten? Haben Sie nicht gesagt Wosten? Wosten? Von welchem Kompass liest du eigentlich ab, Matt? Von dem hier, Sir. Das heißt... 1 und 1. Patrick, du bist erneut gefeuert. Wieder. Ein Kunde hat... kostenlos WLAN bestellt und ich habe ihm eine DSL... gegeben. DSL-Modem. Ich habe den guten Namen der... 1 und 1. ...habe beschmutzt. Beschmutzt, 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 beschmutzt. Herr Neumann. Nein, hier ist... Marcel Davis. Ist das... Herr Neumann. Oh nein, hier ist... Marcel Davis. Ist das... Herr Neumann. Nein, hier ist... Marcel Davis. Ich bin doch keine... Herr Neumann. Weißt du, so heißt der Laden hier. DSL-Modem. Auch ein Instrument? Nein, Patrick. DSL-Modem. Ist kein Instrument. Herr Neumann. Ist da auch kein Instrument. Seit 16 Jahren.